Du? Ah, da kommen doch morgen die Sänger vom Frohes in Lauterbach und vom Gesangverein Liederkranz Eintracht in Zuffenhause. Mein Lieber, das gibt einen Festzug, wie in Weilburg noch nie gesehen hat. Bin euch sehr dankbar, dass ihr mich eingeladen habt. Also komm, du bist unser Ehrenmitglied. Na ja. Wir haben nicht vergessen, was du für den Verein getan hast damals. Hör auf, das ist schon so lang her. Ich weiß gar nicht, wo das Lazarett war, wo ich gelegen bin. Bitte, über ein Jahr war ich hier. Ja, wie, der Paul Seifert ist auch noch auf. Wer ist denn das? Das ist ein Grundstücksmakler. Ja. Der hat Geld wie Hai, da fehlt ja nichts. Du kennst ihn nicht, der ist damals 42 bereits in Gefangenschaft gekommen. Mhm. Du, jetzt gehen wir da nicht über die Wies. Als ja. Straße macht er einen Bogen, dann steigt er mal ab. Ja, kürzer, gut. Sind wir wieder daheim. Ja. Das kommt, der Weg kommt hinter deiner Pension direkt raus. Hey, pass auf, dann ja, passt du auf. Ja. Ja, aber trocken ist das Gras nicht. Leider, es war eine feuchte Idee dazu. Okay. Jetzt müssen wir links halten, ja. Gell? Pass auf, dann wird süß. Ja, aber was ist denn das? Auto, das hat der so abseits geparkt? Der Seifert? Ja. Der Vater Kaiser Kerle. Ja. Die hat einen Straßenkreuz, einen amerikanischen. Naja, natürlich, das wird einem jungen Menschen gehören. Der wird sich mit seinem Schätzchen in die Büsche geschlagen. Also so gut ist uns nicht gegangen, wir haben nur ein Fahrrad gehabt. Aber die Schätzchen waren die gleichen. Der Weg ist ja ein bisschen schlecht, ja. Gell? Ah, wir sind ja noch jung. Ja. So, der Leben. Eie. Dann sind wir ja schon da. Ja. Ja, wie? Da schlaft ja schon alles. Ja, hätte man einen Schlüssel mitnehmen sollen. Wenn Sie dich nicht reinlassen, dann trinken wir noch für den Le. Nein, 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 jetzt ist genug, mein Lieber. Stiftungsfest hin, Stiftungsfest her, jetzt ist aus. War jedenfalls nett, dass du mich begleitet hast. Da war nicht der Red wert. Wenn sie wurde wieder daheim. Das heißt, wenn ich nicht noch vorher ein Viertel schlutz. Du, Stiftungsfest ist erst morgen. Ja. Guten Abend. Also bis dann. Schlaf gut, ja. Guten Abend. Komm mal raus, komm mal da, singet, singet, auf geht's! Grüß Gott, grüß Gott mit hellem Klang, heil euch erfreut und Mann. Grüß Gott mit hellem Klang, heil euch erfreut und Mann. Morgen, Lutz. Ich stehe dahinter. Ja, das war vielleicht eine Fahrt. Das kann ich mir vorstellen. Darf ich trotzdem fragen, wie es Ihrer Frau Mutter geht? Danke, gut. Na ja, in Ihrem Alter. Sie hat sich sehr gefreut. Und? Was gibt
das hier? Es scheint ein Raubmord zu sein. Der Seefisch aufbrochen. Kommt was fehlt, ist noch nicht raus. Der Erkennungsdienst ist gerade dort. Ja, auf ihn freue ich mich ganz besonders. So, hast du alles? Nein. Gut. Guten Morgen. Morgen. Ah, guten Morgen. Schön, dass die Herren auch schon aufgestanden sind. Ich bin früher aufgestanden als du. Eben habe ich noch zum Wagner gesagt, wie sehr ich mich auf deine Witze freue. Also, was gibt's? Ach, noch nicht viel. Außer, dass du heute besonders humorlos bist. Na, fahr du mal mit leerem Magen in einem Zug, in dem ununterbrochen gesungen wird. Also, wie ich dein Genie kenne, hast du bis Mittag den Mörder gefunden und kannst am Nachmittag beruhigt nach Stuttgart zum Länderspiel fahren. Hm? Hast du das schon vergessen? Ich interessiere mich nicht für Fußball. Aber ich? Ihr Pech. Der Safe ist aufgebrochen? Ja, ja. Brutale Gewalt. Offensichtlich ein Amateur. Aber da sind ja noch einige Sachen drin. Ja, ja. Aber nichts Wertvolles. Nichts, was helfen könnte. Aber bitte, bedien dich. Mhm. Wir sind mit dem Safe durch. Fingerabdrücke? Ja. Aber mach dir bloß keine Hoffnung. Die mache ich mir nie. Tatwaffe? Ja, ein Brecheisen, vermutlich. Und die Leiche? Ja, die ist weg. Sehr witzig. Ja. Erschlagen, das steht fest. Auch brutal. Von vorne, von hinten? Ich meine, wo stand der Täter? Ja, der kann sowohl von da als auch von da zugeschlagen haben. Ich bin da nicht zuständig. Muss einen Doktor fragen. Siegfried, du stellst dich an den Eingang und passt auf, dass niemand unbefugt reinkommt. Yes. Das ist der hiesige Posteführer. Mhm. Herr Böhle! Ja. Lutz. Guten Morgen, Lutz ist mein Name. Böhle, freut mich. Eine böse Geschichte. Sagen Sie mal, Herr Böhle, war der Ermordete ein bekannter Mann im Ort? Na klar, hier ist fast jeder mit jedem irgendwie bekannt oder verwandt und die Seifer sind all der Weilerburger Familie. So, wir sind fertig. Ach so, was ich noch sagen wollte, die Tür ist nicht aufgebrochen worden. Ich meine die Eingangstür. Der Täter war also entweder im Besuch, den der Ermordete eingelassen hat, oder er hat einen Schlüssel gehabt. Gefunden haben wir hier im Haus einen. Herr Hunold, also das hier scheint der Schlüssel vom Hausherrn zu sein. Der lag auf dem Nachtkästle. Ja, also ich wünsche den Herrn noch einen vergnüglichen Sonntag. Danke, sehr lieb. Ich gehe heute Mittag zum Länderspiel. Sage die Herren nicht, was ihr eruiert habt? Nee, nie. Jedenfalls nicht so schnell. Also ich habe mich im Haus umgesehen, da war nichts Auffälliges. Der Bruder des Ermordeten guckt gerade nach, ob was fehlt. Wieso denn der Bruder? Ich habe halt gedacht, vielleicht weil... Ah, da kommt der Herr Seifert. Herr Seifert? Ja? Hätten Sie was festgestellt, Herr Seifert? Nein, gar nichts. Ich weiß allerdings nicht genau... Da ist der Kommissar Lutz von der Kripo und sein Assistent. Guten Tag. Wagner mein Name, grüß Gott. Sind Sie der Bruder des Toten? Ja, ich habe ihn gefunden. Wohnen Sie hier im Haus? Nein, nein, ich wohne unten in der Stadt. Ich wollte etwas mit ihm besprechen. Es war furchtbar, entsetzlich, den Schädel eingeschlagen mit einem Eisenstück. Woher wissen Sie denn das? Ja, ich weiß es nicht. Wie sind Sie denn ins Haus gekommen? Hatten Sie einen Schlüssel? Nein, nein, ich habe keinen. Die Tür war offen, wie ich hergekommen bin. Das habe ich aber nicht gleich gemerkt. Ich habe zuerst geklingelt und es hat mir niemand aufgemacht. Ich wollte schon weggehen. Da sah ich, dass die Tür offen war und bin reingegangen und habe nach ihm gerufen und es war schrecklich. Wer wohnt außer Ihrem Bruder hier? Niemand. Ja.
Herr Seifert war Junggeselle und seine Haushälterin, die Frau Kollmann, wohnt in der Schwanengasse. Die wäre bestimmt schon hier, wenn heute nicht Sonntag wäre. Hat die Haushälterin... Wie heißt die? Kollmann. Besitzt die einen Schlüssel? Sicher. Wissen Sie, wer sonst noch einen Schlüssel hat? Keine Ahnung. Hat Ihr Bruder Feinde? Das weiß ich doch nicht. Na, hören Sie als Bruder. Er hat nie mit mir über so etwas gesprochen. Aha. Nun sagen Sie mal, Herr Seifert, was haben Sie gemacht, nachdem Sie Ihren Bruder fanden? Ich bin rübergelaufen zu Enderles. Wer ist denn das? Im Bungalow nebenan, der Besitzer von unserem Kaufhaus, ein Freund des ermordeten Herrn Seifert. Ein Freund? Oder nicht? Naja, ich weiß nicht. Ich bin jedenfalls rüber zu den Enderles und seine Frau hat mir dann Cognac angeboten und die haben dann die Polizei angerufen. Wann hat sich denn das alles abgespielt? Ungefähr kurz nach acht. Ja, ich wollte was Dringendes mit meinem Bruder besprechen. Darf ich fragen, was? Eine Familienangelegenheit. Wegen meinem ältesten Sohn. Wie alt ist denn der? 12. Fehlt was im Haus? Soweit ich das beurteilen kann, nicht. Der Safe ist aufgebrochen, aber was da fehlt? Wenn Sie nichts dagegen haben. Ich habe meiner Frau gesagt, ich komme so bald als möglich nach Hause. Ich würde sehr gerne... Tja. Ja, Sie können gehen. Danke. Ich stehe Ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung. Klar. Guten Tag, meine Herren. Was ist denn der vom Beruf? Fotograf. Ja. Er wollte mal Maler werden, aber das hat nicht so richtig geklappt. Er war ein paar Jahre in München, aber dann ist er wieder zurückgekommen. Sein Bruder hat ihm dann das Fotoatelier eingerichtet. Die beiden Brüder verstanden sich also gut miteinander. Ich wüsste nichts Gegenteiliges. Ich finde es aber schon merkwürdig, dass der morgens um 8 Uhr daherkommt. Am Sonntag. Ich muss jetzt erstmal frühstücken. Ich habe Ihnen da ein paar Adresse aufgeschrieben. Von der Haushälterin, dem Bruder und ein paar Bekannte des Ermordeten. Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Wagner? Ja. Zuerst möchte ich die Haushälterin sehen, die Frau Kollmann. Sagen wir etwa so, naja, in einer Stunde. Ja, mit leerem Magen kann kein Mensch arbeiten. Ich bringe Sie zum Eppeler. Weinstube Eppeler. Frühstücken, ich möchte frühstücken. Das meine ich auch. Ach so. Das ist Schwanegast, wo ist denn das? Ja, die ist gleich da unten auf der linken Seite. Ja, dann sind wir schon. Was? Weinstube Eppeler. Da drüben die Treppe hinauf. Sehen Sie das Schild? Ja. Wenn Sie bis gleich die Bar zum Parkplatz. Ja, ja. Gott, was ist denn das für Gebäck? Das sind Marktaschen und Eierwege. Die Parktasche für... Das heißt aber jetzt ein Kind. Paul, halt nicht das und sonst gar nichts. Kann ich bei Ihnen ein Frühstück haben? Frühstück? Ja, warum nicht? Bitte Bohnenkaffee und ein 4-Minuten-Ei. Wenn Sie vielleicht da drüben Platz nehmen wollen. Ja. Bitte.
vielleicht gerade da drüben. Morgen, Anton! Guten Morgen. Das ist der Kommissar Lutz von der Kripo. Ach so. Ja, dann, Herr Kommissar, bitte, eine Treppe höher. Ja, aber ich finde es ja sehr nett. Nein, nein, das ist alles geregelt. Sie kriegen jetzt Ärgerzimmer. Da sind Sie ganz ungestört, Herr Kommissar. Bitte. Ich gehe gerade voraus. Leo! Da geht's auf. Leo! Irgendwo, zack! Ein komplettes Frühstück und ein 4-Minuten-Ei. Hans, bis bald. Ab. Herr Lutz. Ja, Herr Böhler. Wenn Sie mich brauchen, dann rufen Sie meine Frau an. Die weiß immer, wo ich bin. Der Herr Eberler hat meine Nummer. Ja, selbstverständlich. Ja, ja, die habe mir. Kommissar, alles da. Kaffee, Käse, Butter, Marmelade. Eieieiei. Zwei linke Hände hat der Bub. Aber Hefte lesen den ganzen Tag. Mensch, hau ab, komm. Ich habe in aller Ruhe frühstücken. Bitte schön. Guten Appetit. Was nix denn da? Da geht's noch auf den Herr Kommissarisch oben im ersten Stock. Danke. Der Herr mich zum Herr Kommissar. Ja, der Strofe. Oh, danke, Leute. Bis dort. Entschuldigen Sie. Man hat mir zwar gesagt, dass Sie hier zu finden sind, man hat mir nicht gesagt, dass Sie beim Frühstücken sind. Ach, das spielt keine Rolle. Ja. Wenn Sie mir was sagen wollen, was mit dem Mordfall zu tun hat. Ja, genau das will ich. Sie sind nicht von hier? Nein, ich bin aus Wien, von der Polizei. Was? Kriminalpolizei, Oberinspektor Marek. Mein Name ist Lutz, bitte, nehmen Sie Platz. Leo, okay. Mach nicht, dass du wegkommst, du Lausbutter drauf. Also die Geschichte ist so. Ein Freund von mir, ein hiesiger, ein gewisser Säuberlich, der ist auch Mitglied im Gesangsverein 1907, Vorstandsmitglied. Und der hat mich gestern Abend in meine Pension gebracht. Und ich bitte Sie, frühstücken Sie weiter. Ich kann das nicht sehen, wie Sie da vor dem vollen Heferl sitzen und nichts trinken, nicht zu reden von dem Weißgebäck. Das ist sehr schön. Schaut das aus. Also Herr Säuberlich hat Sie zu Ihrer Pension gebracht? Ja. Wir sind dann einen Wiesenpfad entlang gegangen und der Heinz, das ist der Säuberlich, der ist da im Dunkeln an ein Auto gestoßen, das in einem Gebüsch geparkt war. Was für ein Auto? Das war ein Rallye Kadett, himmelblau lackiert, mit einem schwarzen Dach und schwarzer Motorhaube und Silberstreifen. Sehr auffallendes Auto. Und dann später, wie wir auf der Straße waren, da ist ein Auto mit sehr lautem Motorgeräusch bei uns vorbeigebraust. Wahrscheinlich ein auffrisierter Motor. Bitte, ich habe das Auto nicht gesehen, aber es könnte derselbe Wagen gewesen sein. Merk, kann sein, der Wagen des Mörders, ne? Ja, bitte, ich wollte Ihnen das nur sagen, schon wegen der Zeitbestimmung. Natürlich. Und wann hat sich das abgespielt? Ich meine, um wie viel Uhr ungefähr? Nicht ungefähr, genau. Es war 12:30 Uhr, da bin ich ganz sicher. Ich danke Ihnen, Herr Marek. Tut mir leid, gnädige Frau, heute ist nichts zu machen. Bitte fahren Sie weiter. Aber ich will doch gar nicht auf dem Platz, Herr Böhle. So, weiterfahren! Sagen Sie, dieser kräftige Mann mit dem braunen Bildgliederhut, ist das der Kommissar aus Stuttgart? Ja, warum? Bitte fahren Sie weiter. Gibt es saftige Verfahren? Hängen Sie sich gleich ans Telefon und lassen Sie ein SS als Fernschreiben nach Flensburg raus. Alle Opel Kadett. Naja, sagen wir erstmal die aus Baden-Württemberg. Das sind doch Hunderte, vorausgesetzt, dass Ihr Zeuge zuverlässig ist. Na, wenn ich mich auf einen echten Kriminaler nicht verlassen kann. Was ich legitimiert? Quatsch. Also Flensburg. Natürlich muss man auch hier fragen, ob hier jemand im Dorf so ein... Stadt, Weilerburg ist Stadt. So? Aha. Naja, also ob hier jemand so ein Auto fährt oder ja, jemand kennt. Himmelblau, mit Silberstreifen, schwarzer Motorhaube. Vorwahl von Flensburg ist irgendwas 04, aber weiter muss ich nachschauen. Ja, ja. Doch geht's ja los.
Die Frau Kollmann soll übrigens verreist sein, laut Auskunft von einer Nachbarsfrau. Vielleicht hat der Serfat ja auch ein Testament gemacht. Ja, ja, das habe ich hier schon in der Korrespondenz gefunden. Ein Testament soll hinterlegt sein bei einem Rechtsanwalt Dr. Haas, Schieleweg 13. Fein, fein, schon ist mir auf. Jeder halbwegs denkende Mensch weiß doch, dass man in so einem Safe keine Wertgegenstände aufbewahrt. So ein Ding schafft doch ein Profi mit einem Zahnstocher. Also entweder ein Ablenkungsmanöver, um das wirkliche Motiv zu verschleiern, oder was ist denn da los? Herr Kommissar, da ist der... Ja, guten Morgen, Herr Kommissar. Mein Name ist Enderle. Ich wohne nebenan. Ich weiß. Lutz, mein Assistent, Herr Wagner. Ja, ist gut, Herr Rückert. Sehr freut, mein Herr. Tja, das ist eine schreckliche Sache, dieser Mord. Ich stehe Ihnen selbstverständlich in jeder Beziehung zur Verfügung. Ich gehe mal telefonieren. Ach so, ja. Setzen Sie sich doch. Ja, danke schön. Sie waren mit dem Ermordeten befreundet? Befreundet? Nachbarlich verbunden, könnte man sagen. Hat er Feinde? Wer hatte nicht Feinde? Sie waren jedenfalls mit Herrn Seifert nicht verfeindet. Um Gottes Willen, nein. Ich war erst gestern Abend bei ihm. Wann? Gestern? Ja, so... Es wird ungefähr 8:30 gewesen sein, vielleicht früher. Ich erinnere mich, dass ich um 9:45 schon im Bett lag. Was haben Sie hier gemacht? Ich habe ihm ein Buch zurückgebracht, das ich mir ausgeliehen hatte. Da steht es. Bis zur bitteren Neige. Ein Simmel. Kein neues Buch, nicht? Das hat mich interessiert. Außerdem habe ich mir von ihm Schlaftabletten ausgeborgt. Meine waren ausgegangen. Dann hat er mir noch einen Cognac angeboten, aber ich habe abgelehnt. Wenn ich Schlaftabletten nehme, trinke ich nichts. Ich hatte den Eindruck, er erwartete Besuch. Aber Sie wissen nicht wen? Keine Ahnung. Ich kann mich auch täuschen. Aber wie ich weggegangen bin, hat er hinter mir abgeschlossen. Das habe ich ganz deutlich gehört. Vielleicht hat sein Mörder einen Schlüssel gehabt. Wir nehmen an, dass die Haushälterin einen hat. Die bestimmt. Und wahrscheinlich auch der Erwin. Ich meine seinen Bruder. Der behauptet, dass er keinen hätte. Dann muss man ihm ja auch wohl glauben. Das klingt wie Ironie. Oh nein, ich bin weit davon entfernt. Dazu habe ich keinen Anlass. Wie standen denn die Brüder zueinander? Mein Gott, wie Brüder eben zueinander stehen. Mal gut, mal schlecht. Wenn ich mir es genau überlege, eher schlecht. Aber der Ermordete hat doch seinem Bruder das Fotoatelier eingerichtet. Ja, aber doch nicht aus Wohltätigkeit oder brüderlicher Liebe. Nein, nein, mein Lieber. Der Erwin musste seinem Brüderchen das ausgelegte Geld Pfennig für Pfennig zurückzahlen. Ich glaube, der wäre überhaupt erst in Jahren mit der Rückzahlung fertig geworden. Naja, das hat sich ja jetzt erledigt. Also mit einem Wort, die beiden Brüder waren sich nicht grün. Sie wollten es nur nicht gleich sagen, aus nachbarlicher Verbundenheit. Wenn Sie es so ausdrücken wollen, so ist es. Und Sie halten Erwin Seifert einer solchen Tat für fähig? Um Gottes Willen, das habe ich nicht gesagt. Er ist zwar ein jähzorniger Mensch, aber den eigenen Bruder... Also die Frau... Oh, Entschuldigung. Ja, ich glaube, ich störe. Sagen Sie mal, wenn ich Sie überhaupt fragen darf. Ja, bitte, fragen Sie nur, was Sie wollen. Ich bin ja dazu hergekommen, damit Sie mich fragen. Ich habe damit gerechnet, dass Sie im Laufe des Tages bei mir aufkreuzen. Aber ich fahre mit meinem Neffen nach Stuttgart zum Länderspiel. Ich habe es dem Jungen versprochen. Er freut sich schon so darauf. Mhm. Diese Haushälterin, verdammt nochmal, wie heißt sie? Ich komme nie auf Kollmann, den... Kollmann, Ellen Kollmann. Ja, ja, von der wird so manches geredet. Ob zu Recht. Jedenfalls war es ein Unglück, dass sie diesen Mann geheiratet hat. Die hätte was Besseres haben können. Weiß Gott, jetzt sitzt sie da mit diesem Halbstarken. Ich meine ihren Sohn, den Alex. Mit dem wird sie natürlich nicht fertig, seit der Alte abgehauen ist. Ist denn Frau Kollmann geschieden? Nein, also, ich glaube nicht. Er ist auf und davon, wie er Wind gekriegt hat, dass sie und der Paul... Das wollte ich wirklich nicht sagen. Ah, Frau Kollmann und Paul Seifert hatten ein Verhältnis. Also bitte, das möchte ich nicht behaupten. Aber vielleicht finden Sie jemanden, der mehr darüber weiß. Tja, noch etwas? Nein. Im Moment weiß ich nichts. Aber wenn mir was einfällt, dann... Ich mache Ihnen einen Vorschlag, Herr Kommissar. Ich lade Sie heute Abend zum Essen ein. Dagegen ist kaum was zu sagen. Das große Kaufhaus in der Hauptstraße, das gehört Ihnen? Ein toller Laden, was? Geht das Geschäft gut? Hervorragend. Aber jetzt entschuldigen Sie mich, Herr Kommissar.
Ich muss meiner Frau sagen, dass wir heute Abend einen Gast haben. Um 7:30, wenn es recht ist? Es ist mir recht. Schön. Ach, Herr Inderle, Entschuldigung. Kennen Sie hier zufällig jemanden, der ein Rallye-Kadett fährt? Himmelblau mit Silberstreife, schwarze Motorhaube. Nein, da kenne ich niemand. Haben Sie ein solches Auto schon mal hier parken sehen? Nein, auch nicht. Tut mir leid. Wiedersehen, Herr Inderle. Auf Wiedersehen dann, Herr Lutz. Wiedersehen, Herr Lutz. Guten Tag. Also das wundert mich eigentlich, dass Sie sich von dem einladen lassen. Och, es plaudert sich doch ganz nett mit Herrn Inderle. Man erfährt so interessante Dinge über seine Mitbürger und dann versteht er es doch glänzend so zu tun, als ob die Sachen, die er ihm erzählen will, nur so ganz zufällig rausgerutscht wären. Hm? Grüß Gott, Frau Kollmann. Einen Moment, bitte. Was ist denn? Ist was passiert? Kommen Sie doch geschwind schnell rein, bitte. Warum denn? Der Herr Seifert. Der Paul. Ja? Der ist tot. Die Kriminalpolizei ist da. Der soll ermordet worden sein und ausgeraubt. Fahrdienst Bahnhof Weilerburg, Kaiser. Zugmeldung. Wird Zug 7916 angenommen? Zug 7916 voraussichtlich ab 28. Richtig. Warte, ich muss deiner Tante noch ein paar Zeilen schreiben. Wir haben nämlich heute Abend einen Gast. Ja. Hast du wohl nicht alle, hm? Komm, jetzt müssen wir uns aber beeilen, sonst finden wir keinen Parkplatz mehr. Was gibt's? Guten Tag, Kriminalpolizei. Polizei? Es muss von Irrtum sein. Ist Frau Kollmann zu Hause? Ach so, Sie kommen wegen ihr. Mhm. Dürfen wir reinkommen? Naja, wenn es unbedingt nötig ist. Aber sie ist nicht da. Wo ist sie denn? Das weiß ich nicht. Aber sie ist doch ihre Mutter. Ja, nur deshalb muss ich ja noch nicht wissen, wo sie ist. Ich war heute früh schon mal da. Haben Sie mich da nicht gehört oder haben Sie mich nicht hören wollen? Ich hab geschlafen. Schönes neues Anzügel haben Sie da. Geht Sie das was an? Wann haben Sie denn den gekauft? Vorgestern. Von meinem eigenen Geld. Habe ich mir schließlich hart genug verdient. Was sind Sie denn vom Beruf? Elektriker. Wo? Bei der Firma Köhler in Kreichingen. Das ist circa 8 Kilometer von hier. Wie kommen Sie denn dahin? Mit meinem Motorrad. Ist auch neu. Wollen Sie es sehen? Wir haben es schon gesehen. Tja, also, ich muss jetzt gehen. Ich habe eine Verabredung. Sie werden schon noch ein bisschen bleiben müssen, wenn ich Sie darum mal suche. Warum sollte ich? Ich könnte Sie mit aufs Revier nehmen und da befragen. Was wollen Sie mich denn befragen? Was wissen Sie von Paul Seifert? Was soll ich denn wissen? Er ist tot. Was? Ermordet. Davon weiß ich nichts. Ich habe bis eben geschlafen. Ich habe heute noch niemanden gesprochen. Sie nehmen also an, dass er heute Nacht ermordet worden ist? Wieso? Ich habe ihn gestern noch gesehen. Waren Sie bei ihm? Nein, ich habe ihn gesehen. Wo? In der Stadt, vor der Post. Wo steckt denn Ihr Vater? Wieso? Beantworten Sie meine Frage. Der ist weg, abgehauen. Vielleicht hat er was Besseres gefunden. Wissen Sie, wann Ihre Mutter zurückkommt? Nein, ist mir auch völlig wurscht. Ich weiß nicht, wo die sich rumtreibt. Da kommt sie, fragen Sie doch selbst. Dein Typ wird verlangt. Tag. Die Polizei will wissen, wo du warst. Alex, bitte. Kommissar Lutz, mein Assistent, Herr Wagner. Dein Herr Seifert ist umgebracht worden.
Ich weiß. Vielleicht erbst du was. Alex, ich glaube, du gehst jetzt besser, bitte. Das hatte ich sowieso vor. Das Geld liegt auf dem Küchentisch. Einen Moment, Herr Kollmann. Ist noch was? Wo waren Sie heute Nacht zwischen 12 und 1? Im Happy Night. Das ist so ein Lokal hier, wo sich die jungen Leute treffen. Wo ist denn das Lokal? In der Nähe von Kreichingen, da wo Alex arbeitet. Das ist er immer am Samstag und freitags auch, sobald er seinen Lohn hat. Was ist das für Geld auf dem Küchentisch? Das ist von seinem Wochenlohn. Der ist sonst nicht so, wie Sie vielleicht denken. Wir müssen ein paar Fragen an Sie stellen, Frau Kollmann. Wollen wir uns nicht setzen? Ja, ja, bitte. Sie waren vergangene Nacht nicht hier? Was hat denn das mit dem Mord zu tun? Nun, wenn Sie nicht in Weilerburg waren, dann kommen Sie als Täterin nicht in Frage. Warst du deine Frau? Nicht unbedingt. Setzen Sie sich doch. Ja. Wie stand Herr Seifert zu seinem Bruder? Er hat sehr viel für ihn getan. Mehr weiß ich nicht. Leben Sie von Ihrem Mann getrennt? Wieso? Haben Sie Alex nach seinem Vater gefragt? Wo waren Sie heute Nacht, Frau Kollmann? Also ich habe Herrn Seifert nicht umgebracht. Warum sollte ich auch? Ich verliere doch meine Arbeit. Aber Sie können uns doch sagen, wo Sie heute Nacht waren, Frau Kollmann. Ihr Sohn meinte, Sie könnten was erben. Von mir aus können Sie glauben, was Sie wollen. Tja, wenn Sie uns nichts sagen wollen. Wie viel Schlüssel gibt es eigentlich zum Bungalow des Herrn Seifert? 3, so viel ich weiß. Einen habe ich. Wo ist der? Den habe ich immer bei mir. Meine Handtasche. Du hast selber reingetan. Da ist er. Warum so nervös? Ich bin noch nicht nervös. Wollen Sie uns nicht doch sagen, wo Sie waren? Wer war an meinem Schreibtisch? Was ist denn los? Wer an meinem Schreibtisch war? Das ist ja alles durcheinander, verdammte Schlamperei. Hör dich doch nicht so auf. Wahrscheinlich war es eins von den Kindern. Wo sind die Kinder? Bei der Oma, denke ich. An meinem Schreibtisch haben sie nichts zu suchen. Um Gottes Willen, was ist denn in einem geheiligten Schreibtisch schon geschehen? Ach, red nicht so dumm. Ich suche einen Schlüssel. Was für ein Schlüssel? Der Schlüssel zu Pauls Haus. Oh. Ich suche auch immer Schlüssel. Du suchst Schlüssel, du suchst Feuerzeug, du suchst alles. Du bist nervös, Erwin. Verständlich, wenn der Bruder so schrecklich umkommt. Hat es sich so sehr getroffen nach all dem, was in letzter Zeit zwischen euch vorgegangen ist? Was denn vorgegangen? Um Gottes Willen, was redest du, Hertha? Wenn du das bei der Polizei erzählst, dann denken die, weiß Gott was. Ja, wie komme ich denn zur Polizei? Sie werden zu dir kommen. Dann werde ich ihnen natürlich nichts sagen. Von den ewigen Krächen, die ihr miteinander gehabt habt. Ja, was denn für Kräche? Na, wegen dem Geld. Und dass er so gemein war zu dir. Ich erzähl denen auch nicht, was du gesagt hast. Ich bring ihn um. Das habe ich auch nicht gesagt. Gebrüllt hast du es, dass man es auf der Straße hören konnte. Hertha! Langsam, mein Lieber. Langsam. Hey.
Tessle Kaffee könnt ihr jetzt auch vertragen. Sie kümmern sich gefälligst um den Kadett. Ich hätte gern vom Apfelkuchen mit. Nein, lieber ohne Sahne. Dankeschön. Guten Tag. Guten Tag. Verzeihen Sie, ich... Ich weiß, das ist Ihr Kaffee, Herr Kommissar. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, wenn ich... Nicht im Geringsten. Kann ich etwas für Sie tun? Nein, nein. Ich habe nur gehört, dass Sie der Kommissar aus Stuttgart sind. Aber bitte, lassen Sie sich nicht stören. Reine Neugier? Sensationslust. Ich fürchte nur, dass ich Ihnen da nicht helfen kann. Sie sollen ja auch keine Dienstgeheimnisse ausplaudern. Aber so ein kleiner Schwatz in Ehren? Von der Presse sind Sie nicht zufällig. So prominent ist das Opfer ja nicht. Allerdings Brudermord, das würde die Leute sicher interessieren. Wie kommen Sie denn darauf? Ist der Bruder denn nicht verdächtig? Ich habe Ihnen nicht versprochen, Ihre Fragen zu beantworten. Haben Sie ein persönliches Interesse an dem Fall? Ich habe Ihnen auch nicht versprochen, Ihre Fragen zu beantworten. Schön. Danke. Was bin da meine Wurst? Ja, ein Cognac, einen französischen, bitte. Ja. Woher wissen Sie denn, wer ich bin? Herr Enderle hat sie mir beschrieben. Der Kommissar ist ein großer, kräftiger, sportlicher Mann mit einem braunen Wildlederhut. Oh, Verzeihung. Herr Enderle gehört zum Jetset in Weilerburg. Er ist ein sehr angesehener Mann. Aber da gibt's ja auch immer wieder Irrtümer, nicht? Halten Sie ihn denn für verdächtig? Nein, um Gottes Willen. Sie vielleicht? Der Apfelkuchen ist wirklich ausgezeichnet. Bitte schön, Cognac. Danke. Herr Enderle scheinen Sie nicht sehr zu mögen, oder? Ich glaube ihm nur nicht alles. Ich Ihnen auch nicht. Danke. Sind Sie Frau Seifert? Hm? Ich meine die Gattin von Herrn Erwin Seifert. Nein, die bin ich nicht. Sind Sie neugierig? Hm. Immer. Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick. Natürlich, Herr Kommissar. Also nichts Weltbewegendes, aber ich habe wenigstens einen Fernschreiberauftrieb im Verkehrsamt. Die Kadettliste aus Flensburg ist ja da. Na ja, sehen Sie zu, dass Sie ein paar Beamte auftreiben, die die Liste auswerten und Klinken putzen. Ja, dann fangen wir doch jetzt am Sonntag nicht mehr damit an. Das war doch bloß ein Liebesperl in dem Kadett. Wagner. Noch was, das Alibi vom Alex Kollmann. Also der war die ganze Nacht bis 3 Uhr in dem Lokal, was er angegeben hat. Happy Night? Ja, war riesere mit Demi. Ja, und? Was jetzt? Jetzt hätte ich gerne eine Tasse Kaffee getrunken. Natürlich, kommen Sie doch nur. Die Dame ist weg. Stuttgart. Ja, können wir vielleicht... Ja, es wird besser sein.
Ich habe Sie eigentlich später erwartet, nicht? Aber wenn Sie so eilig haben. Ja, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ach Gott, in so einem Fall. So, jetzt haben wir es gleich. Sind Sie da? Ich will nur aufschließen. So, bitteschön. Danke. So, also, nehmen Sie Platz, bitte. Ja, danke schön. Bitteschön. Ja, leider darf ich Ihnen. Leider darf ich Ihnen über das Wichtigste keine Auskunft geben, nämlich über das Testament von Paul Seifert. Tja, und gerade das wäre sehr interessant. Versteht sich. Natürlich glaubt sein Bruder, dass er alles erben wird. So glaubt er das. Naja, es wäre nicht das erste Mal, dass ein präsumtiver Erbe eine unangenehme Überraschung erlebt. Eine sehr unangenehme. Was sind denn die Schwestern? Aber auch andere Leute machen sich Gedanken darüber, ob sie was erben werden. Zum Beispiel Frau Kollmann, die Haushälterin. Ach, die hat doch überhaupt keinen Anspruch. Höchstens eine unbedeutende Kleinigkeit. Die müssen doch irgendwo sein. Da sind sie auch. Und wer könnte der Universalerbe sein? Das kann ich Ihnen natürlich nicht sagen. Aber es könnte zum Beispiel eine gemeinnützige Institution sein. Ganz abgesehen davon, dass oft nicht annähernd so viel zum Erbe da ist, als manche Leute annehmen. Ja, also es tut mir sehr leid, aber über das Testament des Herrn Paul Seifert kann ich Ihnen nichts Näheres sagen. Das ist ja jetzt wohl auch nicht mehr nötig, oder? Bei anderen Sachen bin ich nicht so sehr an die Verschwiegenheit gebunden. Aha. Zum Beispiel? Für den Fall seines Todes hat Paul Seifert mich beauftragt, seinem Bruder Erwin diesen versiegelten Brief zu übergeben. Ist aber merkwürdig. Das ist schon 4 Jahre her. Der ist zu. Ach nee. Wann wollen Sie den aushändigen? Ja, morgen früh wollte ich ihn anrufen. Moment, mein Hut. Das heißt, das kann ich mir sparen. Der steht morgen sowieso vor meiner Tür und will wissen, wann die Testamentseröffnung stattfindet. Sagen Sie mal, hatten Sie je den Eindruck, dass Paul Seifert sich von seinem Bruder bedroht fühlte? Wer hat Sie denn so genau informiert? Herr Enderle, der Warenhausbesitzer. Das Warenhaus gehört nicht mehr dem Herrn Enderle. Davon hat er mir nichts gesagt. Das Warenhaus gehört schon seit über 2 Jahren zum Kugler-Konzern. Tja, und die Leute hier, die wissen nichts davon? Ja, die es wissen, die reden nicht drüber. Und die anderen, die gehen ins Kaufhaus Enderle wie eh und je. Der Konzern hat den Herrn Enderle als Geschäftsführer eingesetzt. Er ist also nach wie vor Direktor des Warenhauses. Bleibt also alles, wie es war. Wer hat eigentlich damals die finanziellen Verhandlungen geführt? Ich meine, beim Verkauf des Warenhauses. Das Bankhaus Schröder und Söhne. Der Schröder hat übrigens auch alle Geschäfte für den Herrn Seifert geführt. Der müsste eigentlich wissen, was in seinem Safe drin war. Gehen Sie doch mal vorbei. Bin Ihnen dankbar für jeden Tipp. Bist du immer noch nicht fertig? Na also. Guten Abend, Herr Kommissar. Guten Abend, Herr Enderle. Ich freue mich, dass Sie heute mein Gast sind. Meine Frau müssen Sie noch einen Moment entschuldigen. Sie ist wie immer noch nicht fertig. Hier können Sie ablegen. Danke. Und natürlich wollte sie sich heute Abend besonders schön machen.
Ein Aperitif? Sherry, Wodka, Whisky, Cognac, Wermut. Alles da. Ein Sherry, bitte. Trinke ich auch. Haben Sie sich vielleicht das Länderspiel angeguckt? Nein, nein, ich interessiere mich ja nicht sehr für Fußball. Sie haben auch gar nichts versäumt. Prost. Wohlsein. Das ist der beste Sherry von ganz Europa. Die Engländer haben außerdem... Ah, da ist ja meine Frau. Darf ich dir Kommissar Lutz vorstellen? Nicht nötig. Der Herr Kommissar ist bereits bekannt in Weilerburg. Ich habe ihn heute Nachmittag im Café zum See getroffen. Mit einer Dame. Ja, das stimmt. Guten Abend, die Frau. Es täte mir sehr leid, wenn ich ungelegen käme. Aber nein, im Gegenteil. Ich sammle interessante Menschen. Sie haben so einen interessanten Beruf. Sind Sie Skorpion? Wie bitte? Was haben Sie für ein Sternbild? Garantiert Skorpion. Das sind gefährliche Leute. Sieh dich vor, was du ihm sagst, falls du was zu verbergen hast. Was sind das für Witze? Meine Frau hat gelegentlich einen etwas ungewöhnlichen Humor. Ach, ich habe sehr viel Verständnis dafür. Danke. Im Übrigen bin ich sicher, dass mein Mann nichts zu verbergen hat. Auf jeden Fall nicht vor Ihnen. Das wäre auch aussichtslos in Weilerburg. Nimmst du auch einen, Sherry, Liebling? Ein Whisky. Also, gestern Abend habe ich Fernsehen gesehen. Mein Mann hat noch gearbeitet. Wenig Wasser? Ganz wenig. Dann habe ich mit einer Freundin telefoniert, Margit Haas. Später habe ich meinen Mann im Flur gehört. Erinnern Sie sich an eine Uhrzeit? 9:30. Präzise? Ja. Wie ich um 9:45 gute Nacht sagen wollte, hat sie immer noch telefoniert. Ja, das stimmt. Unter einer Stunde, Herr Lutz, ist da nichts drin. Sie sind also um 9:45 zu Bett gegangen? Ja, um 9:45. Der Sonntag ist mir heilig, da will ich ausgeschlafen sein. Es war 10:30. Kurz vor 10:30 habe ich gehört, wie er ins Bett gegangen ist. Zufrieden? Entschuldigen Sie, aber ich missbrauche Ihre Gastfreundschaft. Darf ich bitten? Der Sherry ist wirklich ausgezeichnet. Aus London. Duty-Free-Shop, Flughafen. Bitte. Ich brauche einen frischen Schlafanzug. Dann komm doch rein, ich tu dir nichts. Hat dich der Kommissar eigentlich darauf angesprochen, ob du einen Schlüssel zum Bungalow hast? Wieso? Hat er nach dem Schlüssel gefragt oder nicht? Ja. Ja, und? Ich habe gesagt, ich habe keinen. Warum? Ich war nicht drauf gefasst. Ich hätte mich doch bloß verdächtig gemacht. Was hast du ihm eigentlich gesagt, warum du heute Morgen so früh deinen Bruder sprechen wolltest? Ja, irgendwas. Hätte ich ihm sagen sollen, dass es wegen der nächsten Rate war, die wir nicht hätten bezahlen können. Hast du ihn umgebracht? Bist du verrückt? Wie kommst du darauf? Weil du vergangene Nacht nicht hier warst. Unsinn, natürlich war ich... Du bist ja oft nachts nicht hier. Aber ich würde der Polizei nicht sagen, dass du heimlich das Haus verlassen hast. Und sehr lange ausgeblieben bist. Es ist ja auch gar nicht wahr! Willst du die Kinder aufwachen? Du spinnst doch. Es ist wahr. Und ich weiß auch, wo du warst. Meine Frau. Was redest du für einen Unsinn? Ach, ich weiß es schon lange. Aber wenn du glaubst, dass du jetzt, wo du erbst, wo du Geld haben wirst, dass du mich los wirst, du wirst mich nicht los. Wenn du nämlich den geringsten Versuch machst, mich und die Kinder zu verlassen, dann sag ich der Polizei, was ich weiß. Was weißt du denn schon? Mehr als du ahnst. Ich muss mich schützen, Erwin. Mich und die Kinder. Bloß, weil du dich in so ein hergelaufenes Weibstück verknallt hast. Mich interessiert wirklich nicht, wer sie ist. Aber ehe ich zulasse, dass du uns verlässt, eher bringe ich dich ins Gefängnis. Ich hab ihn nicht umgebracht. Ich glaub nicht recht daran. Natürlich fahren wir öfters nach Stuttgart in die Oper. Die ist ja sehr gut, oder zum Landespresseball. Aber hier in Weilerburg, wir wohnen wirklich sehr gerne hier. Ja, es ist halt nichts los. Ich habe ja meine Arbeit. Aber ein Kaufhaus in Weilerburg, das können Sie mir glauben, das macht genauso viel Ärger. Aber mehr Ärger, mein Lieber, das können Sie mir glauben. Stimmt es, dass das Kaufhaus jetzt dem Kugler-Konzern gehört? Da schaue her, Sie haben sich informiert. Ja, es war nicht schwer. Aber vielleicht ist es Ihnen lieber, Herr Enderle, wenn ich Sie bitte, morgen früh zu mir zu kommen. Aber ich bitte Sie, so jung kommen wir doch nie wieder zusammen. Ich darf doch nachschenken. Nein, nein, danke. Also. Aber machen Sie keine Sachen, das ist ein guter Tropfen. Reell meine ich, der tut Ihnen nichts, der tut Ihnen gar nichts.
Ehrlich, das ist ein ganz sauberer Wein. Naturwein. Da kann gar nichts passieren. Danke. Ja. Es wird schon spät. Sie gehen doch sonst sehr zeitig zu Bett, nicht wahr? Ach, Sie meinen gestern? Ja, gestern bin ich besonders zeitig ins Bett. Ich hoffe, Sie glauben mir. Sei nicht albern. Natürlich glaubt er dir nicht. Er hält dich für den Mörder. Das ist ja absurd. Zum Wohl. Zum Wohl. Ich habe Ihnen wirklich keinen Anlass gegeben, Neva, sowas zu denken. Ich verstehe dich auch nicht. Du hast doch vorhin selber dem Kommissar bestätigt, dass ich um 22:30 ins Bett bin. Selbstverständlich. Aber woher soll ich wissen, ob du nicht nochmal aufgestanden bist? Irgendwann in der Nacht und weggegangen? Bist du verrückt? Das müsstest du ja gehört haben. Sie hat einen sehr leichten Schlaf, Herr Kommissar. Ja, das ist wahr. Also, Neva, Sie haben Ihren Gatten kurz vor 22:30 auf dem Flur gehört. Ja. Ich nehme an, dass Sie zu diesem Zeitpunkt von Ihrem Besuch bei Paul Seifer zurückkamen. Ihr Gatte hatte sich ein Buch ausgeliehen bei Herrn Seifer, das er so gegen 9 Uhr, nicht wahr, zurückgebracht hat. Ja, das habe ich Ihnen doch erzählt. Ich war bei Paul Seifert und habe ihm das Buch zurückgegeben. Ein Buch? Hast du was gegen Bücher? Nein. Ich lese sie sogar. Herr Kommissar, kennen Sie eigentlich die genaue Tatzeit? Ich habe eine Aussage, eine sehr verlässliche Aussage, die auf 0:30 Uhr hinausläuft. Für diese Uhrzeit kann ich meinem Mann kein Alibi liefern. Ich war selbst nicht zu Hause. Wo waren Sie denn? Bei meinem Geliebten. Frühstück ist schon unterwegs. War ein bisschen arg laut heute Nacht in der Stadt, gell? Ach, ich hab gut geschlafen. Der Schlaf des Gerechten. Naja, die Sangensbrüder sind wieder fort. Ich meine, fürs Geschäft war es ja ganz gut. Aber man ist dann auch froh, wenn es wieder vorbei ist. Er ist oben. Im Ärgerzimmer? Ja. Was ist denn los, Herr Bulz? Das ist ein Elend mit dem Buben. Nichts wie Hefte lesen und Fernsehglotzen. Ist der Kommissar da? Ja, wo brennt's? Sie sind noch der Kommissar. Ja. Das ist unser Apotheker, der Herr Bulz. Kaffee? Ja, los, Bude, ich kann nicht kommen. Da steht's nach. So, ab, komm. Ich hätte vielleicht wäre es möglich, dass ich unter vier Augen. Wie wenn er nichts zum Tor hat. Bitte nehmen Sie Platz, Herr Bulz. Bulz. Herr Kommissar, eigentlich wollte ich gar nicht zu Ihnen kommen, aber meine Frau hat darauf gedrängt, dass ich unbedingt zu Ihnen gehe. Obwohl er schreibt, ich dürfte nicht zur Polizei gehen, sonst. Wer schreibt das? Ich habe einen Pressebrief erhalten. Heute Morgen. Und Frankie hat einfach so unter der Tür durchgeschoben. Ich habe ihn gebracht. Ich habe ihn doch eingeschoben, ja, heiliges Blechle noch einmal. Den habe ich daheim liegen lassen. Warten Sie mal. Sie wissen doch sicher, was drinsteht. Genau. Weiß ich ganz genau. Na ja, dann sagen Sie es mir. Also, den Brief können Sie doch später holen. Oben an dem Brief, da war ein Totenkopf ausgeschnitten und draufgelegt. Und die Worte, die einzelnen Buchstaben auch ausgeschnitten, aus der Zeitung und auch draufgelegt. Also draufgelegt. Und der Text hat geheißen: Der S ist tot. Jetzt sind Sie dran. 10.000 Mark oder Sie sterben auch. Legen Sie das Geld bis Mitternacht auf den Friedhof beim Kriegerdenkmal. Herr Kommissar, der bringt mich um. Bin fix und fertig. Ich bin ein ängstlicher Mensch, müssen Sie wissen.
Es scheint sich um einen Anfänger zu handeln. Aber ich möchte Sie trotzdem bitten, Ihren Brief so bald wie möglich vorbeizubringen. Sofort, Herr Kommissar. Um Himmels Willen, Herr Kommissar, wenn der mich beobachtet, wenn der sieht, dass ich mit Ihnen hier, er hat ja extra geschrieben, keine... So, das hat mir der Anton mitgegeben. Ah, grüß Gott, Herr Bolz. Ah, ist der Frühstück, was? Ja. Herr Bolz, ich werde veranlassen, dass die Polizei die entsprechenden Schritte unternimmt. Und den Brief kann ja vielleicht Herr Böhle bei Ihnen abholen. Nein, da schicke ich jemand rüber, das mache ich ganz unauffällig. Oh, Moment, darf ich Sie was fragen? Ja, bitte. Sagen Sie, verkaufen Sie hier eine Art Fahrkarte? Ja. Gehen Sie doch bitte an den Schalter. Nein, Moment. Ich bin nämlich von der Kriminalpolizei, ich wollte Sie was fragen. Aha. Kommen Sie bitte rein. Sie kennen doch sicher die Frau Kohlmann. Ja. Ich glaube, da wird sich heute noch ein dummer Witz machen mit dem Herrn Apotheker. Das ist aber ein merkwürdiger Witz. Ne? Jedenfalls, wenn der Apotheker von seiner Frau beschattet wird, langt das vollkommen. Hm. Naja, hier gang halt Nacht auf der Friedhof, dann werden wir ja sehen, was. Wenn es Ihnen recht ist, gehe ich mit. Wenn es Ihnen Spaß macht? Nee, Spaß macht's mir keins. Morgen. Guten Morgen. So, hier ist der Untersuchungsbericht über das Türschloss. 3 Seiten. Das Schloss weist Unregelmäßigkeiten auf, die unter Umständen auf die Einwirkung eines geringfügig abweichenden Nachschlüssels hindeutet. Also Schlüsseldienste checken. Ja. Hier gibt's noch einen, den Schlüsseljähle. Da ist der vorläufige Vorführbefund. Der Tod von Paul Seifert trat zwischen 0 und 1.30 Uhr ein. Das war's. Gibt's hier was Neues? Und ob. Ach so, auf dem Bahnhof bin ich auch noch gewesen. Die Frau Kohlmann hat am Samstag eine Wochenendrückfahrt gehabt nach München gelöst und ist gestern Mittag zurückgekommen. Ja, München ist groß, nicht? Ich bin in den letzten Monaten häufig in München gewesen. Meistens übers Wochenende, aber auch mal mitten in der Woche. Das bringt uns nicht viel, oder? Herr Lutz, ich wollte Ihnen noch was sagen. Es drückt mir schon die ganze Zeit. Ich weiß, wo die Frau Kohlmann immer hinfährt. Naja, ich hätte es schon früher sagen sollen. Aber Sie haben mich ja auch nicht danach gefragt. So? Na, wo fährt sie denn hin? Sie besucht ihren Mann. Naja, ich habe ihr versprochen damals, dass ich es nicht weitersage. Es hat auch niemand erfahren hier in Weilerburg. Ihr Mann hat 4 Jahre gekriegt wegen Betrug und sitzt in Stadelheim im Gefängnis. Haben Ihrem Sohn also verschwiegen, dass sein Vater im Gefängnis ist? Sie dürfen ihn nicht nach dem beurteilen, wie er jetzt ist. Der ist seit einiger Zeit ganz verändert. Ich weiß auch nicht. Tja, vielleicht ist da was. Die Leute reden über Sie und Paul Seifert. Das ist doch Unsinn. Herr Seifert hat mich in Ruhe gelassen. Ich war froh, dass ich meine Ruhe hatte. Hat Herr Seifert denn gewusst, dass Ihr Mann in Stadelheim einsitzt? Nein, das weiß niemand außer dem Böhle. Und ich will nicht, dass es der Junge erfährt. Es ist mir lieber, er denkt, ich fahre alle paar Wochen zu einem Mann nach München. Ich bin sehr dankbar. Nein, ich sag's niemand. Aber ich bin nicht so sicher, dass ihn das so schrecklich treffen würde. Auf mich hat er eher einen, na sagen wir mal, robusten Eindruck gemacht. Glauben Sie, dass Sie ihn besser kennen als ich? Frau Kohlmann, wir suchen einen Rallye-Kadett. Himmelblau mit Silberstreifen und schwarzer Motorhaube. Kennen Sie jemanden, der ein solches Auto fährt? Mit Silberstreifen? Ja, Himmelblau. Mit Silberstreifen. Und auf schwarzem Verdeck. Nein. Vielleicht fährt ein Besuch von Paul Seifert einen solchen Wagen. Nein. Oder ein Besuch aus der Nachbarschaft, von Herrn Endele zum Beispiel. Sie waren doch mit Herrn Seifert gut bekannt. Waren Endele und Seifert befreundet? Befreundet nicht. Nachbarn eben. Vielleicht haben sie auch Geschäfte gemacht miteinander. Da war irgendwann mal von Geld die Rede, aber was mir nichts angeht, da höre ich gar nicht hin. Und Frau Endele? Ja? Der trauen Sie nicht viel Gutes zu, oder? Sie sollen Geliebten haben. Vielleicht.
Ja. Vielen Dank, Frau Kollmann. Und seien Sie ganz beruhigt. Von mir erfährt Ihr Sohn auch nicht, dass er einfach, naja, solange ich es vermeiden kann. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Herr Lutz? Ja? Sie haben mich doch gestern nach den Schlüsseln gefragt. Ich meine, wo der dritte Schlüssel sein kann. Ja, und? Der Bruder muss ihn haben. Der Erwin. Wieso fällt Ihnen das jetzt erst ein? Ja, ich habe mich daran erinnert, dass der Herr Seifert vor 14 Tagen, oder vielleicht war es auch 3 Wochen, zu mir gesagt hat, er hat ihn noch nicht zurückgegeben. Und wie ist Erwin Seifert an den Schlüssel gekommen? Das war im Frühjahr. Da ist der Herr Seifert nach Mallorca gefahren für 14 Tage. Und ich war doch im Krankenhaus. Ich glaube nicht, dass ihn der zurückgegeben hat. Mein Name ist Lutz, Kriminalkommissar. Wollen Sie sich fotografieren lassen, Herr Kommissar? Mm-mm. Sind Sie Frau Seifert? Ja. Ein Mann ist nicht da, ist zum Rechtsanwalt gegangen. Ah ja, daran hatte ich nicht gedacht. Wieso? Haben Sie einen Moment Zeit für mich? Für die Polizei muss man immer Zeit haben. Kommen Sie doch mal eben bitte mit rüber. Ich muss die Lampen ausschalten. Ja, gern. Tanja, du bleibst so lange im Laden. Bitte schön. Ja. Haben Sie eine Zigarette für mich? Leider nein, ich bin nicht Raucher. Sie wollen meinen Mann sprechen? Ja. Er wird bald zurück sein. Soll ich ihm was sagen? Ich wollte ihn fragen, ob er nicht vielleicht doch einen Schlüssel zum Haus seines Bruders hat. Nein, hat er nicht. Nein? Ich habe den Schlüssel. Mein Mann hat ihn mir schon vor Wochen gegeben, ich sollte ihn zurückbringen zu Paul. Das heißt, ich sollte eins der Kinder schicken. Ja. Und das habe ich vergessen. Deshalb habe ich den Schlüssel. Und wo war er bisher? In einer alten Tasse, in meinem Geschirrschrank. Da sammle ich Markstücke für Zigaretten, Knöpfe, ach, alles Mögliche. Schlüssel. Und Ihr Mann? Dachte, der Schlüssel ist längst wieder bei Paul. Verstehe. Aber er hat Ihnen doch gestern gesagt, dass er keinen Schlüssel hat. Ja, das hat er. Er war völlig durcheinander gestern. Er ist so sensibel. Naja, er hat's nicht leicht. Jetzt, wo jeder Idiot schon eine Kamera hat und die funktioniert doch noch, da hat sein Berufsfotograf sehr schwer. Aber die Gattin hilft ihm. Immer, Herr Kommissar. War Ihr Mann in der Nacht zum Sonntag, also in der fraglichen Nacht, zu Hause? Ja, natürlich. Wo sollte er denn sonst gewesen sein? Und das könnten Sie beeiden? Das wird nicht nötig sein. Mein Mann hat seinen Bruder nicht umgebracht. Ich kenne doch meinen Mann. Hoffentlich. In- und auswendig kenne ich ihn. Wir haben 3 Kinder, Herr Kommissar. Ich muss an meine Kinder denken. Ja? Frau Endere, der Herr Seifert. Ja, danke. Entschuldige, dass ich... Wie kannst du zu dieser Zeit kommen? Mir ist schon alles egal. Jetzt ist sowieso alles aus. Was? Er hat mir nichts vererbt. Was? Nichts. Gar nichts. Nicht nur das, er hat fein säuberlich alles aufgeschrieben, was ich ihm schulde und verfügt, dass ich alles bis zum letzten Pfennig zurückzahlen muss, dieser niederträchtige Spießer und Pfennigfuchser. Wer ist denn der Erbe? Das Altersheim. Ausgerechnet das Altersheim. Wahrscheinlich denkt er, es wird umbenannt in Paul-Seifert-Stiftung mit der Gedenktafel aus Marmor über dem Eingang. Der wollte mir nur eins auswischen, aus reiner Bosheit. Beruhige dich, Erwin. Jetzt ist doch alles unmöglich, Liebling. Wir können nicht weg ohne Geld. Wir müssen weiter so leben wie bisher, ich mit ihr und du. Mir gelingt nie was. Ich bin ein Versager. Warum bin ich ein Versager? Manche Frauen lieben Versager. Ja, was ist denn der?
darf mal vorausgehen. Herr Schröder, hier sind die Abtretungserklärungen von Frau Müller. Ah ja, vielen Dank. Das hat Zeit, Frau Bernhard. Paul Seifert und ich waren Freunde. Ich kann mir dieses Unglück überhaupt nicht erklären. Er hat keine Feinde gehabt. Das wissen Sie sicher? Da bin ich sicher. Frauengeschichten gab es auch keine. Die Tat erfolgte vermutlich, nachdem jemand den Wandsafe aufgebrochen hat. Der Seifert hat das offenbar gehört und ist runtergelaufen. Ein Einbrecher? Nein, nein, ein Profi war es nicht. Was war denn noch drin? Ach, nichts Wesentliches. Zwei Versicherungspolicen, die für den Täter völlig wertlos waren. Eine Urkunde. Seifert hatte immer Geld im Haus. Aha. Nein, kein Bargeld. Ein paar Briefe und Fotos. Und der Schlüssel zu seinem Bankschließfach. So, dann wollen wir mal sehen. Aktien, Münzen, Aktien, Pfandbriefe. Suchen Sie was Bestimmtes? Tja, ich habe schon vermutet, dass verschiedene Papiere nicht hier sind. Was für Papiere? Zwei Wechselverschreibungen über eine größere Summe, die Paul einem Freund geliehen hat. Er war vorsichtig genug, sich Wechsel ausstellen zu lassen. Wer ist dieser Freund und wie hoch war die Summe? Die Wechsel waren bestimmt nicht im See. Auch nicht vielleicht in seinem Schreibtisch. Wir haben keine Wechsel gefunden. Bitte verstehen Sie mich, wenn ich... Es ist ja auch kein Bankgeheimnis und Paul hätte... Aber vielleicht hat Paul die Wechsel bereits einklagen lassen. Das wollte er nämlich. Er war sehr verärgert, sehr ungehalten. Er sagte, dass seine Geduld jetzt erschöpft sei, ja. Wem hat Paul Seifert Geld geliehen, Herr Schröder? Ich muss das wissen. Es war keine kleine Summe. 60.000 Mark an Herrn Enderle. Was sagen Sie da? Herr Enderle ist Geschäftsmann. Ja, ich kenne Herrn Enderle. Ich bin nur verblüfft über die Höhe der Summe. Ich meine, soviel ich weiß, hat er ein gutes Einkommen. Wozu hat Herr Enderle so viel Geld gebracht? Enderle ist passionierter Spieler. Das ist ja nichts Ehrenrühriges an sich. Ich danke Ihnen sehr, Herr Schröder. Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass das, was man dringend verkaufen will, nach rechts gehört, hierher auf die rechte Seite? 90% unserer Käufer sind Rechtshänder. Guten Tag. Oh, guten Tag, Herr Lutz. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass mir Besuch hier gelegen kommt. Das kann ich mir vorstellen. Wir stehen kurz vor dem Schlussverkauf. Ich habe alle Hände voll zu tun. Ich auch, Herr Enderle. Na bitte. Kommen Sie weiter, wenn es unbedingt sein muss. Bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Ich bin nicht zu sprechen. Für niemanden. Cognac? Zigarre? Nein, danke. Heute bin ich dienstlich bei Ihnen. Sie waren auch gestern dienstlich bei mir. Sie hatten mich eingeladen. Stimmt. Heute nicht. Hübsches Büro. Ganz Ihr Geschmack. Ja, mein altes Büro. Wenn es Herrn Kugler Senior beliebt, bin ich morgen draußen. Noch sitze ich hier. Aber Sie wissen ja inzwischen Bescheid. Bis morgen kann sich viel ändern. Soll das eine Drohung sein? Sie waren sich doch wohl von Anfang an klar darüber, dass Sie verdächtig waren. Und Sie sind immer verdächtiger geworden. Ich erwäge sogar eine Verhaftung. Sie sind ja nicht normal. Ich verstehe, dass Ihnen jeder verdächtig ist, der mit Paul in irgendeiner Weise zu tun hatte. Vor allem jeder, der ihm Geld schuldete. Sie waren doch Paul Seifert geldschuldig, Herr Enderle, oder? Wie kommen Sie denn darauf? Also gut. Ich war dem Paul geldschuldig. Es war aber kein Betrag, für den es sich lohnen würde, einen Menschen umzubringen. Ab welchem Betrag lohnt es sich denn Ihrer Meinung nach? Ab 40, 50 oder erst ab 60.000 Mark? Sie wissen es also. Wahrscheinlich vom Schröder. Ja, das waren 60.000 Mark. Auf Wechsel? Genau, auf Wechsel. Und? Wo sind die Wechsel jetzt? Ich habe sie verbrannt. Ach nee. Sie geben also zu... Moment, damit wir uns richtig verstehen. Ich habe sie verbrannt, nachdem ich das Geld zurückgezahlt und die Wechsel dafür zurückbekommen habe. Haben Sie auch eine Erklärung dafür,
warum Sie die Wechsel verbrannt haben. Ich wollte nicht, dass meine Frau dahinter kommt. Sie sieht es nicht gern, wenn ich Schulden mache. Ist doch verständlich, oder? Sehr plausibel. Vor allem glaubwürdiger als die Geschichte mit dem Buch, das Sie am Sonnabendabend Herrn Seifert zurückgebracht haben wollen. Hören Sie, ich bin nicht mehr das, was ich einmal war. Aber ich bin auch kein kleiner Niemand. Ich kann mich wehren. Den Eindruck habe ich durchaus. Erlauben Sie mir jetzt, dass ich mich wieder um mein Geschäft kümmere. Aber natürlich. Vielleicht müssen Sie sich ja sogar auf eine längere Abwesenheit vorbereiten, Herr Enderle. Die fragen, warum er so einen Wagen fährt, und sagt er, weil er voriges Jahr sein Porsche hat verkaufen müssen. Ist gut, Herr Lutz. Tag. Gibt's was Neues? Ja, also, die Generelle-Kadette haben wir bis jetzt verkeuglicht. Unser Tagesbericht. Ja? Was darf ich bringen? Ein paar Viertel wäre nicht schlecht. Bring uns 3 Viertel an und auf meine Rechnung. Heilbronner. Notfall trinke ich zwei. Was? Das Alibi von Alex Kollmann habt ihr telefonisch geschickt? Na ja, ja, denke ich. Ich hab ihn schon 100 Mal gesagt, das macht man nicht telefonisch, da geht man persönlich hin. Dann fahre halt nach. Bleiben Sie sitzen, da sind ja sowieso nicht die richtigen Leute. Dann gehen wir zum Friedhof. Ist ja nicht mal dunkel. Bitte. Danke. Ist gut, Anon. Ja, Leo! Du spinnst wohl, dein Vater schlägt dir ja windelweich, wenn er das erfährt. Du los, du Mensch, ja bloß gut! Es handelt sich um einen gewissen Alex Kollmann. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen, Anton. Ein Sprudel nach oben, bitte. Sprudel? Ja, ja. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Böhle. Na, schon so früh heute? Na ja, ich wollte halt fragen, ob Sie schon einen Bericht gemacht haben, die beiden Nacht. Herr Böhle, eigentlich waren Sie ja gar nicht mehr offiziell im Dienst, ne? Aber ist es ja, Lutz, wenn es nach mir ging, braucht man überhaupt nichts zu machen. Na, müssen Sie nicht wenigstens dem Vater verständigen? Ach,
Der haut den Bube doch grün und blau. Ja, die hatten ihn aber auch ganz schön beim Wickel. Ich weiß anders, Quint. So, Herr Kommissar. Frisch aus dem Ofen. Bitte schön. Das ist aber lecker. Ja, Herr Steinsprudel. Ich bin ein bisschen arg spät dran heute, weil der Bub ist mir ausgefallen. Gell? Der liegt im Bett, der hat Rheumatismus, dem tut alles weh. Und jetzt hat ihm seine Mutter so Heftle gekauft. In den Klauen des Erpressers. Der hat's nicht einmal angeguckt. So krank ist der. Morgen. Ach, Herr Wagner, morgen. Na, wie war's denn im Happy Night? Hier ist die Ermächtigung vom Amtsrichter für die Einsichtnahme ins Testament. Mhm. Übrigens, mit dem Happy Night habe ich Sie leider recht gehabt. Und? Was haben Sie erfahren? Da war er, das stimmt. Nur ob er zur Tatzeit nicht vielleicht weg war. Also ich habe niemanden gefunden, der mir sagen konnte, ob er in der Zeit zwischen 12:30 und 14:30 da war. Beste wäre schon, wir würden selber fragen, ob er nicht jemand weiß, mit dem er in der Tatzeit selber war. Wie war das? Moment mal, wo arbeitet der Junge? Bei der Firma Köhler in Greichingen. Ah ja. Ja, da fahren wir doch geschwind hin. Aber das Auto steht im Halteverbot. Herr Säuberlich, wie geht's denn Ihrer Frau? Ich hab gar keine Zeit, gell? Guten Morgen, meine Herren. Ah, Herr Böhle, grüß Gott. Wie geht's Ihnen? Grüß Gott, Herr Säuberlich, ich bin mit der Reiber übers Wiesli gelaufen. Das ist eine ganz ernste Angelegenheit. Ja, wir müssen aber leider gerade weg. Ich muss zum Herrn Kommissar persönlich. Säuberlich ist mein werter Name. Sehr angenehm. Ja, ich bin, aber vielleicht könnten Sie später... Ja, ich bin nämlich der, wo mit dem Marek, dem Kommissar aus Wien, am Samstag an dem Mordhaus vorbeigekommen ist. Ach so. Ja, der Marek und ich, wir sind seit vielen Jahren eng befreundet, haben mich genau informiert über das, was er bei Ihnen ausgesagt hat. Ja, gibt es irgendwas Zusätzliches? Ja. Der Marek hat sich nämlich in der Zeit geirrt. Es war nicht 00:30 Uhr in der Nacht, ich meinte sowieso. Es war bereits 1 Uhr, deshalb kann das nicht stimmen mit 00:30 Uhr, nicht wahr? Entschuldigen Sie, Herr... Säuberlich. Ja, wir müssen nämlich... Nicht schön entschuldigen, ich habe es meine Pflicht getan, ja. Ja, Palding, ich sag's Ihnen, nicht wahr? Na, ich bin Ihnen auch sehr dankbar. Wir müssen bei solchen Dingen, ich meine, bei einem solchen Fall möglichst genau vorgehen. Geh ich hin zum Herrn Kommissar und sag's das ihm. Meine Frau hat zwar gesagt, ich wäre ein alter Wichtigtuer, oder ich ein Wichtigtuer, so etwas. Bei mir geht's langsam, ich hab's ein bisschen im Knie, Herr Kommissar, wissen Sie. Also, als ich am Samstagnacht heimgegangen bin, da ist mir der Marienkirche 1 geschlagen. Das kann ich vor jedem Gericht beschweren. Da war der Marek schon lange im Bett. Ich kann mich deshalb an den Glockenschlag so präzise erinnern, weil ich in dem Moment einem menschlichen Bedürfnis nachgegeben habe. Ich war ein paar Viertel getrunken, der Marek und ich am Tag vorher. Also, wie ich hinterm Gebüsch gestanden bin, da schlägt's 1. Ja. 1 Uhr nachts. Ja, da habe ich einen Zeuge. In dem Moment ist der Enderle, also in diesem Moment ist der Herr Enderle über die Straße gegangen. Ob der mich natürlich gesehen hat, weiß ich nicht, gell? Was denn? Sie sagen, Herr Enderle war um diese Zeit auf der Straße? Ja, das kann ich beschweren, nicht wahr? Punkt 1 Uhr. Ja, der wohnt ja vis-à-vis, gell? Wo ist er denn hergekommen? Könnte er aus dem Haus von Paul Seifert gekommen sein? Ach, du lieber Gott. Ja? Das war aber arg peinlich. Das war natürlich nicht aufgefallen, gell? Herr Kommissar, weiß ich nicht. Ja? Für Sie bitte. Entschuldigen Sie. Ja, bitte. Lutz? Ja? Aha. Verzeihen Sie, ist Herr Enderle noch bei Ihnen? Ja, wenn es Ihnen recht ist, dann würde ich Sie gleich aufsuchen. Ja, danke. Wagner! Ja? Sie fahren allein zum Arbeitsplatz von Alex Kollmann. Ja, los. Moment, Sie nehmen mich noch ein Stück mit. Und Sie, Herr Säuberlich? Ja, bitte. Herr Böhle? Ja, Herr Lutz. Sie nehmen ein Protokoll auf über die Aussage von Herrn Säuberlich. Ein Protokoll? Sie sind jetzt Zeuge, Herr Säuberlich. Also, wenn es Ihnen recht ist, Herr Säuberlich, dann gehen wir jetzt zusammen aufs Revier. Aufs Revier? Also, meine Frau hat doch recht gehabt. Man soll sich nicht in Sachen einmischen, die ja nichts angeht, gell? Aber nicht das verdammte Pflichtgefühl. Ich bin eben ein arger Pflichtmensch, Herr Böhle. Aber das mache ich nicht nochmal. Das mache ich nicht nochmal, Herr Böhle. Herr Enderle hat mich beauftragt, seine Interessen zu vertreten. Das verstehe ich. Darf ich Ihr Einverständnis voraussetzen, dass wir die Einsichtnahme in das Testament von Paul Seifert mit Rücksichtnahme auf meinen Mandanten, Herrn Enderle, noch zurückstellen? Ich begrüße das, Herr Doktor. Ja, also. Namens meines Mandanten erkläre ich, dass Herr Enderle die fraglichen D-Mark 60.000 an den verstorbenen, zu Tod gekommenen Paul Seifert zurückgezahlt hat. Ich habe hier einen Tagesauszug der Handelsbank, aus dem hervorgeht,
dass Herr Enderle vor 3 Wochen genau D-Mark 60.000 von seinem Konto abgehoben hat. Um sie in Baden-Baden zu verspielen. Das ist eine Unverschämtheit. Ich wollte die Angelegenheit ruhig und akademisch behandeln, Herr Enderle, gell? Leider hat Herr Enderle die Wechsel, nachdem er seine Schuld bezahlt hatte, vernichtet. Vernichtet hat er sie, das stimmt. Ich konnte doch nicht wissen, dass der Mann 14 Tage später erschlagen wird und dass derartige verleumderische Verdächtigungen auf mich zukommen würden. Mich würde vor allem interessieren, woher Herr Enderle so viel Geld auf seinem Konto hatte. Er spart vielleicht? Das geht Sie gar nichts an. Bitte, Herr Enderle. Ich werde gegebenenfalls den Nachweis erbringen, dass Herr Enderle mehrere Kredite zu erwarten hatte, die er inzwischen auch erhalten hatte. Ich muss Sie aber dringend davor warnen, Herr Kommissar, den Pfad Ihrer Kompetenzen auch nur um ein kleines zu verlassen. Würden Sie mich bitte auch noch darüber belehren, wo ich meine Kompetenzen überschreite? Ich lege Ihnen lediglich die Wahrung des guten Rufes meines Mandanten ans Herz. Er ist ein unbescholtener Bürger. Alle Verdächtigungen, die Sie gegen ihn vorgebracht haben, entbehren jeden Beweis. Ja, das hat mich bisher auch gestört. Ich werde Anzeige gegen Sie erstatten. Damit erschrecken Sie mich nicht. Ich verstehe ja, Herr Rechtsanwalt, dass Sie mir nicht recht geben können, wenn ich Herrn Enderle verdächtige. Darum geht's nicht. Verdächtigen im Sinne von in Betracht ziehen können Sie natürlich genauso gut wie den leiblichen Bruder des Ermordeten, ne? Der dem Toten nachweislich viel Geld schuldig war und sich berechtigte Hoffnung machen konnte, sein Universalerbe zu sein. Sie können natürlich auch den Sohn der Haushälterin, der Frau, den jungen Kohlmann da, verdächtigen, der 2 Jahre beim Schlüsseljäle da Schlösserei gelernt hat, ne? Bevor er umgesattelt hat. Oder die Frau Kohlmann selber oder wen auch immer, der zu Paul Seifel Beziehungen hat oder sich ihm zu ihm verschaffen konnte. Auf mich hat er es abgesehen. Da steckt doch meine Frau dahinter. Wir wollen Ihre Frau noch aufs Spiel lassen. Ich werde mich scheiden lassen. Auch Ihr Verdienst, Herr Lutz. Das steht nicht zur Debatte. Meine Herren, zur Debatte steht, was Herr Enderle in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag und zwar zur Tatzeit im Hause seines Nachbarn Paul Seifert gemacht hat. Denn Sie, Herr Enderle, Sie sind zu dieser Zeit im Hause Seifert gewesen. Sie haben die Wechsel an sich genommen und vernichtet. Ob Paul Seifert schon tot war, als Sie schätzungsweise um 12:45 in das Haus eindrangen, ich vermute, die Haustür war offen. Ob der Safe schon erbrochen war oder ob Sie ihn erst aufgebrochen haben. Das ist doch alles Unsinn! Muss ich mir das anhören? Ich werde dafür sorgen, dass der rechtmäßige Erbe die gestohlenen 60.000 Mark bekommt. Ich habe ein ausgezeichnetes Gedächtnis, Herr Lutz. Herr Enderle ist um 1 Uhr nachts auf den Glockenschlag der Marienkirche vor dem Hause Seifert gesehen worden. Und ich habe einen Zeugen, dessen Aussage Sie auf jeden Fall ins Gefängnis bringen wird. Guten Tag. Das sieht nicht gut aus. Gott, ich suche den Herrn Kohlmann, Alex Kohlmann. Ja, der müsste da sein. Und der Chef hier. Waren Sie schon im Büro? Ja. Aber jetzt sag halt, wo ist denn der Alex? Oder wo kann er sein? Das weiß ich doch nicht. Wo kann man hier wenigstens telefonieren? Dann müsst ihr rüber in die Halle oder ins Büro. Kann ich mal telefonieren? Kriminalpolizei, Wagner. Sagen Sie, der himmelblaue Kadett, der da in der Werkstatt gestanden hat, gehört er am Alex Kohlmann? Ja. Nein, also, er wollte ihn kaufen. Eine Anzahlung hat er gemacht letzte Woche. Aber dann hat irgendetwas nicht geklappt mit der ersten Rat. Hat er die Möglichkeit, oder wissen Sie, ob der Alex Kohlmann in der Nacht vom Samstag auf Sonntag den Wagen gefahren hat? Kann ich noch mal Ihren Ausweis sehen? Ja! Ja. Ihr Ausweis? Wagner, der Lutz. Kommissar Lutz, bitte. Gib mir Geld, ich muss weg. Alex, was ist denn? Ich brauch Geld. Die Polizei ist hinter mir her. Die Polizei? Ja.
Hast du was angestellt im Betrieb? Alex, was ist denn los? Wo ist denn mein Pass? Ja, kapierst du denn nicht? Ich war im Bungalow, ich war's. Alex! Ja, ich war's. Ich hab ein Auto gekauft. Auto? Wie im Auto hast du das getan? Ich hab gedacht, er hat Geld in seinem Safe, ich Blödmann. Ich wollte ihm doch nichts tun, ich wollte doch bloß ein paar Scheine. Ich wollte ihn nicht. Du hast gesagt, er nimmt jede Nacht Schlaftabletten. Aber er ist aufgebracht, der Idiot. Plötzlich stand er da. Er hat mich genau gesehen. Da habe ich durchgedreht, einfach durchgedreht, verstehst du? Und dann bin ich abgehauen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich ins Happy Night gekommen bin. Einfach raus aus dem Haus und ins Auto. Herr Kommissar? Ich komme. Ich muss Ihren Sohn festnehmen. Ich wollte gerade weggehen. Einkaufen. Wo ist er? Er ist nicht hier. Frau Kollmann. Bitte, komm rein. Ich war im Bungalow. Der Herr Seifert, der ist auf mich losgegangen. Mach keinen Quatsch. Ich komme da nicht mehr raus. Kommen Sie bitte mit. So, fahren Sie den Wagen inzwischen ins Revier. Ich komme gleich nach. Mhm. Unsere steckt. Ja. I'm
Thank you.